Sabine Spischala, die eine 500 BMW und BKW, und die haben die schnelle Energie, die war 151 von Michael Kirscher aus Kirschau. Und Helmut Mühlner, der Altmeister aus Mantelöber mit der 288er NSU ESL. Zumindest optisch hier. Der schnellste ist mit dieser 600er. Sehr, sehr schönes Motorrad ist. Da kann man nicht gerade sagen, dass es rund der langsamste ist. Der fährt auch. Meistgefahrenen Rennmaschinen in der Klasse auch nach dem Zweiten Weltkrieg, anfangs der 50er Jahre.
Weimar, BKW, SB aus dem Jahre 1950. Schnellsten in diesem Feld und die bringen eben da aus ihrer Schnelle Chileras. Und natürlich auch Hubert Lesser, schnell wie eben die. Da kommt er gerade als Schade hinter die Motoren, um ihn dann wahrscheinlich in der nächsten Runde oder in dieser zu überholen. Aus den 20er Jahren. Den nächsten Gang einzuschalten mit der Handschaltung, die rechts am Tank angebracht ist, diese sogenannte Kulissenschaltung.